sing. Was ich gut und behalte, heute Nacht in Otterkring, wo ich nicht allein bin, weil wen ich heute herbring, die sag ich jetzt da. Hallo, herzlich willkommen, Sie sind wieder mal unserem Ruf gefolgt. Das finde ich sehr sympathisch. Danke, dass Sie bei uns sind. Auch danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Ladies and Gentlemen, schön, dass Sie bei uns sind, bei DENK mit KULTUR. Wir haben wieder alles aufgeboten, was Rang und Namen hat in Österreich. In der Popularkultur, in der Hochkultur, alles an da. Mit zwei Menschen haben wir das alles abgedeckt. Wir haben nämlich heute einen Herrn da, der war quasi musikalisch schon überall. Ein Mann der tiefen Töne. Und dann haben wir eine Dame an unserer Seite, die ist noch immer ein Star in allen Gassen. So schaut's aus. Ja, und beide sind gemeinsam heute da, um mit uns zu feiern. Harry, auf was warten wir eigentlich noch? Auf dich! Lass dich nicht loslegen, machen wir's uns miteinander schön. Singen mit Gefühl, lachen mit Herz, red und trink und denk mit KULTUR. Da jodel ich auf den Feind, da geht ich nichts. Trotzdem, Damen und Herren, werden wir die Rollers ein bisschen cooler angehen. Yeah, Jamaika Mann, Ladies and Gentlemen, es gibt sie noch. Die Menschen, die einen guten Kaffee zu schätzen wissen. Aber auch zu einer Uhrzeit wie jetzt, möglicherweise ein Zeitl. Ich werde ihn einladen, mit uns ein Zeitl zu trinken und über sein Leben zu erzählen. Und er hat viel zu erzählen. Er ist ein richtiger Musikant. Ja, das kann man sagen. Er ist Kontrabassist, er ist Textautor, er schreibt seine Lieder. Eigentlich macht er alles. Ich finde, auch Humorist würde ihn beschreiben. Ich freue mich sehr, dass er für uns Zeit hat. Wir chillen mit ihm. Mr. Georg Breinschmid! It's Mr. Brian in the Coffee House. Kaffee können wir dir, glaube ich, keiner bieten. Ist auch nicht sehr passend, deshalb lass uns doch gleich in die Getränkeabteilung wandern. Trinkt aber schon an. Ja, aber also. Ich weiß, du bist ein extremer Kaffeetrinker, stimmt's? Wie viel so pro Tag? 2, 3 Liter? Nein. Möglich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe vor kurzem aufgehört, Milchkaffee zu trinken und trinke jetzt nur mehr schwarz. Insofern ist es von 5 Liter am Tag vielleicht auf 10 runtergegangen oder so. Du, das heißt aber gleich, ich schätze dich ein, du bist so jemand, der diese italienischen Kaffeemaschinen zusammentraten haben. Oder trinkst du den schnöden Filterkaffee? Schnöd. Schnöder Filterkaffee? Schnösterreichischen. Schnösterreich. Aber könnte ich dich auch mit einem Kaltgetränk überraschen? Ich habe mir kürzlich in, wenn wir schon davon sprechen, ja, ich habe mir im Urlaub in Ljubljana eine türkische Kaffeekanne gekauft. Ja. Und das war schon wieder... Das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Hey, er hat sich eine türkische Kaffeekanne gekauft. Ja? Aber du musst bei uns nichts kaufen. Jetzt habe ich mir lange überlegt, die Pointe. Ja, die hast du gut gesetzt. Ja, die hast du richtig gut gesetzt. Ja, ja. Aber ich versuche jetzt seit geschätzten 20 Minuten dir ein Getränk aufzuschwatzen. Was willst du trinken? Ich habe schon so einen Durst, bitte. Ich würde ihn auch mit Sojamilch trinken oder so. Also den Kaffee. Ausnahmsweise. Ein Wasser, eine Kräuterlimonade mit Sojamilch. Kräuterlimonade, gern. Kräuterlimonade? Zum Kaffee dazu. Also, pass auf, Josef, bring ihm irgendwas zum Trinken und mir ein Bier. Ja. Kein Bier. Nein, mir ein Bier und ihm auch eines, das sage ich jetzt. Oder? Nein? Ein Melange-Radler. Kaum fängt man mit dem Kaffee an. Das ist ein Wahnsinn. Wir können das fortsetzen. Du wirst es sicher fortsetzen. Ja, ich fürchte darum, ich weiß. Ja. Aber wir haben einen Gegenstand für dich auch vorbereitet. Könntest du dir vorstellen, schon allein, ob dieser doch so ein bisschen 70er, 80er Jahre mäßigen Verpackung, was da drinnen ist? Ist es wirklich ein Kaffee? Nein, es ist auch keine Kapsel, die dann aufspringt. Es ist kein Espresso oder so irgendwas. Was könnte das sein? Puh. Lakoplast. So. Jösses Maria. Jetzt hat es dich schon überrascht, Hermann. Er hat wirklich gehabt, da ist ein Kaffee drin. Schau, das ist aber nett. Ja, wir schenken ihn dir nicht. Den kann ich weiterverkaufen. Ein Philharmoniker. Und ein Wiener Philharmoniker. Und auf diesen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Einen echten Philharmoniker. Wir haben nicht nur einen echten Philharmoniker hier in diesem Etui, sondern auch da sitzen, weil du warst einmal ein echter Philharmoniker. Ja. Da vorn drauf ist sogar dein Instrument, finde ich, sehr stark repräsentiert. Ja? Mhm. Der Kontrabass. Mhm. Stimmt, das ist ausgezeichnet. Wie kamst du zu den Philharmonikern? Durch beinhartes Casting, habe ich gehört. Nicht, oder? Ich kann nur, also, was ich eingangs auch sagen möchte, ist, warum ich nicht geblieben bin, weil das mit Kaffee trinken nicht geklappt hat im Orchestergraben. Bis zum Schluss nicht. Haben Sie da verboten? Sie haben es verboten, ja. Ich war damals auch ein starker Raucher. Ich habe mir extrem die Finger verbrannt. Jetzt 20 Jahre später noch Leukoplast. Irgendwie. Es waren ganz blöde Kämmel. Ja. Und dann hast du gesagt, nein, das ist mir zu gefährlich bei den Philharmonikern. Es war wirklich, ja, und auch als Frau natürlich ein Blödsinn. Nein. Ja. Aber damals waren noch keine. Nein, eben, ich war in einer sehr interessanten Zeit bei den Philharmonikern, nämlich genau in meinem ersten Jahr von zwei, die ich dort war. Ja, lang hast du das ausgehalten? Nein, nicht ganz lang. Ich habe 1996 mein Engagement angetreten. Prost! Ich darf das jetzt aber, kann das erst nachher trinken, sonst ich bin sehr schnell betrunken. Ich vertrage nämlich eigentlich nur Kaffee. Okay. Sonst wird es mein Interview nicht. Dann tue nur so. Ja, genau. So. Ja, nimm. Ja, genau. Ja. Und ich war in dem ersten Jahr, in dem ich dort engagiert war die große Frauendiskussion. Also da war dann auch. Wir sprechen nicht von 1923, falls Ihnen das, sondern das war vor kurzem. Das war, also das war Anfang 1997 war das. Ja. Mhm. Und da waren wilde Orchesterversammlungen. Ich war bei einer dabei, wo man äußerst emotional dieses Thema diskutiert hat. Wirklich? Und so. Ja. Und da wurde die Belegschaft quasi gefragt, wollen wir Frauen? Genau. Ist Weibervolk unter uns? Nein. Genau. Das sind... Ich weiß nicht, ob ich das alles erzählen darf, was ich da gehört habe dort. War das so frauenfeindlich, oder was? Wirklich? Aber Sie wollten... Damals es war eine andere, wirklich eine sehr andere Stimmung, als es heute ist. Sie wollten die Duschen nicht teilen, quasi? Oder ich glaube, das war der Hauptgrund, ja. Naja, die Kaffeeteilung einerseits und die Duschen, ja. Und Tradition, althergebrachtes. Das muss gepflegt werden, dass hier keine Männer sind. Keine Frauen sind. Die Fantasie umgekehrt. Und ich eben als erste Frau bei den Philharmonikern habe auch einen schweren... Stark. Egal, lassen wir das jetzt. Das dann aufgehört. Ja. Ich weiß, das Thema ist da total unangenehm. Wie wir uns einmal getroffen haben und gesagt, da fragst du mich eh nicht wegen der Philharmoniker. Deshalb haben wir gesagt, fangen wir gleich mal damit an. Ich konnte einfach nur ausschließlich mit Kaffee-Thema. Du hast in einem Interview, was ich von dir gelesen habe, hast du gesagt, du betrachtest den Beruf des Dirigenten mit gewisser Skepsis, weil Dirigenten eher stören fürs Orchester. War das ein so einer? Ja, das hast du gesagt. Bist du deppert. Aber ich lasse das jetzt einfach so stehen, weil es stimmt. Ja, das sagt, es zwingt nicht, wenn ein Dirigent da ist. Ich kann gar nichts dazu sagen, weil es stimmt einfach nur. Ja. Nein, es stimmt nicht nur. Aber wo hast du das gelesen eigentlich? Geheime Quellen haben mir das zugetragen. Aber das hast, da warst du mal pappert, offensichtlich. Und hast das erklärt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Nein, Dirigent kann Großartiges bewirken und das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe ja auch Projekte mit meiner Band und mit meiner Musik, mit Orchestern gemacht. Und da gibt es eigentlich ganz wenige Dirigenten, ehrlich gesagt, die alle diese Anforderungen erfüllen, die bei meiner Musik auch so irgendwie notwendig sind. Also von dem wienerischen Feeling und dem operettenartigen Feeling über eben auch Swing bis hin zu Taktarten wie 11/16-Takt oder ähnlichem. Und ja, also da braucht man definitiv einen Dirigenten. Damit alle wissen, jetzt ist die Eins. Genau, ja. Ich weiß es selber auch oft nicht. Das ist ja dann auch wurscht. Ich weiß auch mit Dirigent. Eigentlich weiß ich es überhaupt selten. Aber das macht ja nicht. Nein, das war noch kein Applaus wert. Ich habe nur geschaut, ob die Band was spielt. Haschend nach hinten. Nein. Okay, das war lustig. Taschentür habe ich auch nicht dürfen im Orchester gehabt. Ja, das war streng verboten. Du bist aber zum Kontrabass quasi dadurch gekommen, dass du als Kind über die Instrumentensammlung deines Bruders gestolpert bist. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Es sind zwei Kontrabässe im Wohnzimmer gelegen. Und ich bin fast drüber gestolpert. Und hast du gedacht, jetzt liegt es da mal dumm, das schaue ich mir doch genauer an. War das wirklich so, dass du dann gleich gespielt hast? Wie groß warst du da? Ist das? Ja, ich bin jetzt noch kleiner als das. Also damals war ich wesentlich kleiner. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich bin in der alten Schule, wo ich hingegangen bin, bevor ich ins Musikgymnasium auf der Neustiftgasse kam. In der alten Schule bin ich irgendwie so ziemlich ein Außenseiter Außenseiter gewesen und sehr viel gehänselt worden und so weiter. Ein Instrument zu lernen war so ein gewissermaßen eine Flucht irgendwie. Fluchtbewegung. Und hast du das Größte ausgesucht, damit das hat sich so ergeben. Wenn irgendwas anderes da gelegen wäre, wäre es vielleicht über die Blockflöte. Steuerberatung geworden. Steuerberatung, ja, über die Akten von den großen Brüdern, die Steuerbescheide, da drüber gestolpert war, vielleicht jetzt mehr Geld verdienen. Ja, inzwischen nicht stolper über meine eigenen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Danke, super. Herzlichen Dank, danke. Der Josef! Danke schön. Ist der entzückend. Das ist ja Wahnsinn. Ist das Sojamilch? Oder, schau, da hat ja ein lieber Mensch eine Milch gebracht. Da fragt man sowas nicht mehr. Trink's einfach. Ja, das zieht sich durch mein Leben, diese Unsensibilität. Ja, aber du trinkst ihn ja eh schwarz. Ich trinke ihn, genau. Schau, da hat das Bier sogar weggenommen. Das finde ich super. Dass ich ja noch reden kann. Aber darf ich es nachher wieder? Bitte. Ja, bitte später. Ein frisches. Was ist der Schaum zusammengefallen? Das kommt da gar nicht aus. Muss sofort nachgeschenkt werden. Aber eine wichtige Geschichte ist natürlich, du hast das Wienerlied entdeckt, weil du beim Spülen mit Michael Heltau in einem kleinen Café in Hanals während dem Spülen mehr oder weniger draufgekommen bist, wie geil das ist. Und seitdem bist du Wienerlied addicted. Ich war es weniger bewusst, schon vorher wahrscheinlich auch, aber ich kann mich an dieses Schlüsselerlebnis erinnern, weil das war im Jahr 2000. Und ich habe ein paar Konzerte damals in der Band von Michael Heltau gespielt. Da waren ein paar Konzerte im Ronacher. Und ich erinnere mich deswegen so genau, weil wir hatten dieses Stück nicht geprobt. Und ich habe es also vom Blatt gespielt auf der Bühne. Und da waren 3 Konzerte. Beim ersten spiele ich das so und denke mir, aha, es ist eigentlich teilweise ungewöhnliche Akkorde, aber total schön. Wahnsinn, ist das schön. Und am zweiten Abend bereits. Hast du weinen müssen? Ja, voll. Und das, also. Ist das entzückend? Also ja, eben. Ja. Männer, die weinen, weil sie ein kleines Café in ein neues spielen. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Lustig, ich bin vom Soundcheck heim und wieder her durch die Rosensteingasse gegangen, wo das originale kleine Café in Herrn Neuss war. Dort war das Originallokal, in dem der Hermann Leopoldi seine Inspiration gefunden hat. Seinen Kaffee getrunken hat. Aber Wiener Lied ist, Wiener Lieder, also es gibt nichts Berührenderes und Großartigeres als ein schlichtes, wirklich gutes Wiener Lied. Also das ist grandios. Und aus diesem Grund spielen wir jetzt Beatles. Ja, genau. Ja, ja. Oder? Ja, da gibt es dieses Lied, wie heißt das? Ich bin ein Walrusse von Lenin McCarthy. Die schlägst du vor? Ah. Wir haben es nicht geprobt. Nein, aber das wäre jetzt schwierig. Nein, ja, ja. Also, Beatles-mäßig habe ich dich jetzt gesehen, mit dem Kontrabass liegend in Wien, ein Foto von oben fotografiert, du liegst auf dem Zebrastreifen mit deinem Kontrabass. Ja, 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 ja. Da hat jemand dann dazu geschrieben, ist das angelehnt an die Beatles, und du hast geschrieben, die Ampel war eh auf Abbey Road. Stimmt. Ja? Stimmt, ja. Danke. Das finde ich, also wortwitzmäßig bist du, also Chapeau. Chapeau, mein Freund. Und Wortwitz... Was für Chapeau? Das besprechen wir jetzt später. Ich darf mit dir was singen. Und du spielst Kontrabass und wirst auch mit uns singen. Ich versuch's. Und du hast dir ein Beatles-Lied ausgesucht, wo du den Text gegoogelt hast auf Deutsch, und eigentlich würde auf Deutsch mehr Sinn machen. Ich habe ihn dabei. Bitte. Also nur erraten Sie, welchen Song wir jetzt geben werden. Vortrag, Damen und Herren, Georg Breinschmid. Da kommt der alte Flachkopf dahergeschlurft. Ich versuche das ein bisschen auf Theaterdeutsch oder so. Denk mit Kultur, bitte. Er hat riesengroße Augäpfel, sieht aus wie ein Heiliger, mit Haaren bis zu den Knien, muss ein eigenwilliger Typ sein. Er macht einfach, was er will. War's schon irgendwer? Okay. Was kann man nur sagen? Er ist eine Nervensäge, hat Füße unter den Knien. Wenn er dich umarmt, spürst du seine Krankheit. Ja? Und dieses Lied gibt's von den Beatles, und Georg Breinschmid wird das für uns darbieten in der Original Version. Vielleicht kann man als Hinweis, da müssen Sie eigentlich drauf. Ja. Schieß! 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 Oh! Und drunter Solo! Ja, jetzt war's mal, oder? Darf ich ein Solo ausspielen? Ja, bitte, okay, das super. Machen wir. Damen und Herren, Georg Breinschmid! Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich auch. Er schießt gleich. Ich auch. Ja, Gottes Willen. Ja. Beobachten Sie auch Alexander Horstmann. Was haben wir was ist das eigentlich? Ja. Ein Clearshaker. Ein Clearshaker. Trägt keine Schuhe, ist ein Langfinger. Er schießt Coca-Cola, Klammer, Kokain. Ah. Wer war das? Plus. Soll ich es dir halten? Oder? Nein, ist, in der Arschtasche. Jetzt wissen wir es alle. Damen und Herren. Ist das in der richtigen Höhe des Mikrofons? Ja, ich glaube, weil ich muss da so... Ja, das ist ein komisches Instrument ausgesucht. Ja, ja, du sagst es. Damen und Herren, Georg Breinschmid! Verstärker einschalten ist immer wichtig im Leben. Down to his and football he got, monkey finger he shoot, Coca-Cola he said, I know you and you know me. One thing I can tell you is you've got to be free. Come together right now, oh, over me. He got Warros combo, he got oh no sideboard, he won spinal cracker, he got feet down below his knees. Hold you in his arms, yeah, you can feel his disease. Come together right now over me. Danke. Georg Breinschmid. Ich hätte es nämlich tun wollen. Es war wunderschön. So? Es war wunderschön. Damen und Herren, Georg Breinschmid, demnächst in Ihrem Theater. Damen und Herren, ein Wahnsinn. Bitte sehr, wir kommen zusammen, das ist schön. So soll es sein. Bitte nimm Platz, du darfst die mit Kaffee gerne... Und Bier. Sitzen. Jetzt will das Bier. Schau, ja. Das ist ein Wahnsinn. Diese Künstler, da tun sie mal Rock'n'Roll, da trinken sie einen Kaffee und dann... Welch wohlvertraute Melodie, geben Sie es zu. Österreichisches Kulturgut wurde hier gerade von uns gespielt. Eine Frau, die dieses Lied berühmt gemacht hat, die viele Hodern, wie man sagt, berühmt gemacht hat und die seit Jahren im Theater nicht nur Publikum, sondern auch Kritikerliebling ist. Mir ist wurscht, ich habe sie einfach sehr lieb und freue mich sehr, dass sie da ist. Sängerin und Schauspielerin. Großen Applaus, Maria Bill! Ich bin sehr aufgeregt gewesen schon die ganze Zeit. Maria, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. So schön warm ist es hier. Ja. Man friert ja sonst so leicht als Frau. Genau. Uns ist ja dauernd kalt. Ja, hier heute nicht, denn wir haben warme Herzen, die uns erwärmen. Eben. Und ein Herz ist hier gerade dazugekommen, die liebe Maria, das uns erwärmt. Das stimmt. Ja, und wir wollen dich natürlich auch erfrischen. Gerne. Was darf es denn zu trinken sein? Was gibt's denn? Josef, was gibt's denn? Ich bin der Maria und Josef. Josef, was Josef und Maria. Eine breite Palette an Bieren oder alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Und Wein? Wein natürlich auch, einen Grüner Veltliner 2014. Super. Ja, gerne. Mit einem Glas Wasser? Ja, gerne. Still oder prickelnd? Prickelnd, natürlich. Ja, dann nimm das jetzt genau. Also wenn, dann jetzt prickelnd. Wurde ganz genau nachgefragt, so ist er, der Josef. Gerne. Wir haben für dich auch einen Gegenstand. Ich weiß. Oh! Das bedeutet gar nichts. Das war nicht so abgeschnitten. Ja, bist du... Was ist denn da passiert? Das ist eine Koreanerin, eine Japanerin. Ja. Ah, ich weiß, warum. Weißt du, warum ich dir die Japanerin dahergestellt habe? Natürlich. Ja, du hast in deinem Programm das letzte Mal den Zuseherinnen und Zusehern erklärt, dass du als Kind eine Begegnung hattest und du wusstest ab diesem Zeitpunkt... Nicht verraten. Erzähl's uns. Darf ich? Ganz kurz. Bitte. Ist so schön. Ja, ist wirklich schön. Mit circa 5 habe ich mein erstes Klavierkonzert erleben dürfen. Etwas klein, nicht? Für ein Klavierkonzert. Und meine Eltern haben mich auch zuerst... eingewiesen, wie ich mich zu verhalten habe, nämlich still und zuhören. Und ich war dann in diesem Konzertsaal und vor mir dieser riesengroße, schwarze, imposante Flügel. Und dann kam sie, die Pianistin. Und es war eine ganz zierliche, kleine Japanerin. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie die diesen Flügel in den Griff kriegt. Und dann wurde ich einfach verzaubert. Wie die ihre Kraft da reingelegt hat, was die aus dem Flügel rausgeholt hat. Ich war einfach, ich habe Farben gesehen, Formen, ganze Geschichten wurden mir erzählt und ich war so fasziniert und beglückt, dass ich beschloss, Japanerin zu werden. Sei lieb zu ihr, sie ist sehr kopflos. Ja, ich werde das in Ordnung bringen. Sei lieb zur Brust. Oh, danke. Sehr. Sie ist sehr kopflos. Darf ich? Sie haben ja auch was. Ja, ja, wir dürfen. Zum Wohl. Wir dürfen alle, seine Drogen. Ah, jetzt kriegst du ein Bier. Na, bitte sehr. Du warst damals in der Schweiz. Du bist Schweizerin. Bist du das noch immer? Hast du einen Schweizer Pass? Ja, ich habe das noch immer, ja. Also, Berndeutsch im Appenzell aufgewachsen. Und... bist in einer sehr internationalen, so verstehe ich das, Gegend aufgewachsen, weil warum? Weil ein Schweizer Humanist und Journalist nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht hat, wenn die Kinder, die jetzt Opfer dieses Krieges geworden sind, durch den Krieg die Eltern verloren haben, wenn diese Kinder aus den verschiedenen Ländern in Europa gemeinsam aufwachsen, dann werden sie einmal das Fremde als Bereicherung erfahren oder leben. Es wird ganz selbstverständlich sein, das Miteinander, das Internationale, das Bunte. Und in dieses Dorf bin ich hineingeboren worden. Was Meine Eltern haben da gearbeitet. Was für ein Glück. Ja, eigentlich. Das heißt, du bist mit vielen Sprachen, mit kulturellen Unterschieden einfach groß geworden. Genau. Also ich habe Freundinnen und Freunde gehabt aus Griechenland, Polen, Ungarn, Österreich. Das Haus hat Kindersymphonie geheißen. Die Häuser hatten dann verschiedene Namen. Also es gab Italiener, Franzosen, Engländer, Schweizer auch. Also es war, für mich war das ganz normal. Wie ich dann in die Schule musste, ins Nachbardorf, und da haben alle eine Sprache nur gesprochen, fand ich das eigentlich fad. Und deshalb hat es dich eigentlich dann relativ schnell auch in die Fremde gezogen? Oder war in die Welt. In die Welt. Eben nicht ins Fremde. Ins bekannte andere. Genau. Ja, und in Österreich bist du aufgeschlagen. Warum? Weil ich im Grunde in die Welt wollte mit dem Beruf Schauspielerin, Rüstzeug in Zürich bekommen, bei Lecoq in Paris, und habe dann, wollte ich eigentlich mit einem Clown über die Lande ziehen. Das klingt doch super, oder? Ja, das wäre auch schön gewesen. Wir haben schon angefangen zu arbeiten. Und dann kam der Hans Gratzer mit einer Truppe nach Wien und die haben da Elisabeth I gespielt und das war so eine, irgendwie war das bunt, erotisch, ganz einfach, so flapsig, haben die Theater gespielt. Auf eine Art, wo ich dachte, boah, das möchte ich auch. Und ich habe mich dem Hans Gratzer aufschwatzen können, er hat mich mitgenommen. Und der Clown, den haben wir gleich mitgenommen, damit der nicht traurig und alleine ist. Ja, weil traurige Clowns sind furchtbar eigentlich. Ja, will man nicht. Und dann bist du nach Wien gekommen auch. Ja, mit dem Hans Gratzer über Berlin nach Wien. Und da hatte ich auch den Schottenberg kennengelernt in Berlin. Also hatte ich doppelten Grund, nach Wien zu kommen. Und jetzt bin ich einfach da ohne, schon mit Familie, aber weil es mir hier gefällt und weil ich hier bleiben möchte. Gekommen, um zu bleiben. Genau. Ja. Und was ich wahnsinnig arg finde, du warst quasi Theater besessen, wolltest die Welt sehen, kommst dann nach Wien und binnen kürzester Zeit, weil da war ja nicht lange Zeit dazwischen, hast du dieses legendäre Album aufgenommen, das dich ja jetzt zu einem Austropop-Star damals gemacht hat, mit "Ich möchte so gern landen". Da singst du ja wienerisch. Ja. Hast du da einen Lehrer gehabt? Oder was? Ich habe vorgeübt in verschiedenen Sprachen als Kind und es färbt ganz schnell ab. Ich bin musikalisch, kann das ganz schnell und mittlerweile kann ich Hochdeutsch, so wie es sich gehört nach der Schrift, muss ich mich sehr bemühen, weil das andere ist schon fast wie Schweizerdeutsch. Also das Verfärbte, das Wienerische. Und du hast ja die Texte damals auch selber geschrieben, auf Wienerisch. Ja, das mache ich immer noch. Ja, aber wie weiß man da, wie man sagt dazu? Also, naja, das musste ich schon lernen. Also es gab ein Lied, das heißt "Der letzte Gespritzte". Und da habe ich gesungen, ich sich die durch die Beine von Stühlen auf den Tisch. Und dann hat einer, der zugehörte von den Musikern, gesagt, Alter, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wir sagen Viers und Sessel. Und dann haben wir uns zurückgezogen. Er hat mir das ganz genau übersetzt, wie es richtig ist. Und das habe ich geprobt, geübt. Und am nächsten Tag hat dieser Musiker gesagt, Alter, das ist mein Lied. Weil er da geholfen hat mit dem Text. Ja. Aber du hast das gelernt quasi dann auch. Ja, so richtig, ja. Das andere wird ja nicht täglich korrigiert. Das ist halt ein bisschen verfärbt, aber wenn man denn schon in der Sprache singt, im Land, in dem man lebt, dann muss es auch stimmen. Aber das war dann so eine Austropop-Platte. Damals war es ja noch eine Platte, ne? Ja. Vinyl. Und das ist wahnsinnig erfolgreich gewesen, gleich, so meine Empfindung. Und dann warst du auf einmal Popstar. Mhm. Was ist da der Unterschied zwischen ich will Schauspielerin sein und mit Clowns durch die Lande reisen und plötzlich bin ich bei irgendwelchen Hitparaden, Shows und in einem ganz anderen Business? Also Austropop waren meine Lieder gar nicht. Das wurde dann halt durch die Arrangements von Christian Kolonowitz, der viele dieser Kollegen bzw. die Lieder arrangiert hat und auch sehr viel so Hooks gebracht hat, in die Lieder, in meine. Es kam mir so ein bisschen vor wie meine Kinder und er hat sie angezogen. Also im Charakter verstärkt, könnte man so sagen. Ja. Und das Singen, das war immer schon ein Traum von mir. Ich habe drei Schwestern und es gab nichts Schöneres für uns und gibt es noch heute, jetzt haben wir schon so eure Trotteln, zu viert zu singen, und zwar vierstimmig. Wir können das ganz toll. Und das machen wir auch. Ich war vor ungefähr 3 Monaten in einem Restaurant in Zürich, ein feines Restaurant. Wir konnten es nicht verkneifen, ganz leise haben wir gesungen. Na, 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 wie fein und lieblich und so weiter. Also, und diese Leidenschaft, die Musik, das haben wir auch von den Eltern mitbekommen, einen Namen, ein Instrument, und am Sonntag wurde musiziert, der Wecker abgestellt, also die Uhr, der Hund in die Küche, weil der sonst mitgejault hat. Und das war zwar ein bisschen, ja, der Vater war dann manchmal nicht so locker drauf, aber das Musizieren, die Musik, das habe ich in die Wiege gelegt bekommen. Und die Schauspielerei war schon mein Wunsch. Aber die Leidenschaft ist die Musik geblieben, und ich musste Klavier üben, jeden Tag, 1 Stunde. Es war Fahrt. Und wenn die Mutter nicht zugehört hat, habe ich angefangen, meine Lieder selber zu, die Sehnsüchte, das Ventil, ne, durch die Lieder loszulassen, rauszulassen, wenn ich da, also wie ich schon ein bisschen so 13, 14, das erste Mal verliebt, und dann fing es an mit Liederschreiben. Und wie ich dann nach Wien kam, da waren schon ganz viele in der Schublade, und die durfte ich dann endlich rauslassen. Den Menschen vorstellen. Und die Damen und Herren haben natürlich jetzt sicher die eine oder andere Frage, die ich nicht zu stellen imstande bin, weil ich nicht in den Köpfen der Anwesenden drinnen sitze. Ja? Das Publikum hat Fragen an euch. Möglicherweise auch Sie zu Hause, Damen und Herren. Jo, es tut mir jetzt leid, vielleicht sind Sie telepathisch mit jemandem verbunden, der da ist. Es wurden Denkzettel ausgefüllt mit Fragen des Publikums an euch zwei beide. Und wer kann das besser servieren? Wir haben heute gesehen, es gibt einen Servierer hier heute, der das formidabel kann. Damen und Herren, einen großen Applaus für den lieben Josef! Da ist er ja schon! Danke, Josef! Nimmst du die Japanerin mit? Nein, würdest du dich um die Japanerin kümmern? Sei bitte vorsichtig aufs Köpfchen. Ja, und auch möglicherweise den Philharmoniker in Sicherheit bringen. Ich vertraue den Damen und Herren da nicht ganz in den ersten Reihen. Ich weiß, also. So. Müsst du damit sagen, du vertraust mir nicht? Nein, du wirst ihn nicht mitnehmen. Ich weiß es, du bist ein ehrliches Kerlchen. Lieber Herr Breinschmid, lebt John Lennon noch? Woher soll er das wissen? Ja und nein. Ja? Also, wir haben vorher davon gesprochen. In den Herzen, in den Köpfen, in seiner Musik lebt er weiter. Ja, aber wir haben vorher draußen davon gesprochen, dass wir beide die Angst haben, dass uns nichts einfällt. Ja, genau. Aber du hast genau jetzt gesagt ja und nein, aber ich dachte, das stimmt genau. Aber bei dir seine Musik, also seine Lieder, seine Messages, der lebt aber nicht mehr nicht unter uns. Ja. Entschuldigung, was? Nein. Nicht in Floridsdorf, hat er gesagt. Aber möglicherweise... In Favoriten. In Innsbruck? Eher Innsbruck. Ja. Ich spüre mehr in Axams. Dort in okay, in der Gegend dieser Zeit. Ihr könnt auch ja und nein, oder das ist mir zu blöd, das beantworte ich nicht sagen. Also, darf ich alle 3 antworten? Ja, darfst du immer abwechselnd. Ja. Nein, alle 3. Das finde ich super spannend. Liebe Maria Bill, in einem Lied kommt das vor. Was ist ein relatives Hemd? Ah, ja. Also ein relatives Hemd. Wenn man... wir stellen uns vor, jeder von, also ich besitze jetzt nur, oder jemand von ihm, wir besitzen nur 3 Hemden. Nur 3. Und alle 3 sind schon ein bisschen getragen, also nicht mehr sauber. Dann ist eins von den 3 immer das sauberste. Also so dreckig die auch sind, eins von den 3 ist immer das sauberste, gerade noch. Und das ist das relative Hemd. Verstehe! Lieber Herr Breinschmid, wenn Ihr Haus brennen würde, was würden Sie als erstes retten? Oh Gott, ich habe eine Wohnung im 17. Also, ja. Ja, ja. Ich versuche, dir eine Antwort zu entlocken, die dem Fragesteller oder der Fragestellerin... Ich kann nur ganz einfache, rudimentärste. Ja. Wenn deine Wohnung brennt, was würdest du als erstes retten? Okay. Dürfte ich dich retten? Die Kaffeemaschinen, hallo, das ist ja, also nein, seit Minuten ist die Kaffeemaschine, das war der Witz, das anschließt und dann... Nein, ich wollte eine andere Antwort geben, ich wollte die Antwort Ja geben. Okay. Also, das. Frau Bill, wen würden Sie nie spielen? Das sind jetzt bin ich wortstart. Wen würde ich nie spielen? Ja. John Lennon. Oh ja. Also wieso nicht? Warum nicht eigentlich? Ja. Weil es besser ist, wenn er es selber macht. Ja. Ja. Na. Helfen Sie mir, was soll ich nie spielen? Eva Braun. Die Eva Braun? Nie? Habe ich schon. Ah nein, das war die Maria Braun, oder? Vom Fassbinder. Eva Braun, gut. Schneeberg oder Neusiedlersee? Neusiedlersee. Schneeberg oder Neusiedlersee? Neusiedlersee, total Neusiedlersee. Ja. Glücksfragen. Wie viele Chinesen mit dem Kontrabass? Entschuldigung. Wir sind Denk mit KULTUR. Sind das wirklich Fragen von Ihnen? Ja. Schau, man schaut sich so an und denkt sich, ganz potente Kerlchen, und dann kommt. Aber ich denke nur immer über die Antwort noch. Ja, ja, ja. 21. Ja, mal. Wegen Floridsdorf, also. Noch immer dein Bezirk. Ja. Was ist Ihr Geheimnis, dass Sie im Konzert und auf der Bühne immer besser werden? Weil ich immer besser bei mir bleibe, weil ich mehr Erfahrung gesammelt habe und weil ich... Darf ich hiesig sprechen? Ja. Weil ich mir nichts scheiß. Und weil ich Geschichten erzähle und das Publikum liebe und das, ja, mit dem Reiferwerden gelingt mir das einfach besser. Das finde ich sehr schön. Und nichts scheißen, da haben wir uns jetzt da, ich habe es jetzt auch gesagt. Ja, es ist nicht schön, aber irgendwie, es ist ja hiesig und ich habe das ja gelernt. Ne? Ja. Ich sehe die durch die Viers von Sesseln auf den Tisch und die scheiße. Und deshalb darf man das sagen. Ja. Und du singst ein Lied für uns. Ja, das mit ist... Mit uns. Ja, das freue ich. Ja. Ich freue mich schon, ja, da bin ich. Das mit euch zu singen. Ja. Es ist ein Lied von Chicago, ein Lied, das so mit der Erfahrung zu tun hat, wenn man etwas hergibt, was man... Wie eine Beziehung, dass man leichtfertig oder in irgendeiner Affektion hergibt und dann tut es einem leid und möchte das wiederhaben. Wer kennt das nicht? Und darum geht's. Es ist schwer, Entschuldigung zu sagen. Aber wenn die Sehnsucht groß ist, dann schafft man das. Genau. Damen und Herren, Maria Bill. Far away from the one that Maria Bill, Damen und Herren. Danke. Ja, Damen und Herren, oft ist so. Sie kennen doch sicher irgendjemanden, bei dem Sie sich entschuldigen sollten. Ja? Ist egal, wie spät es ist, rufen Sie ihn an. Oder vielleicht sitzt da eine Mina, dann können Sie ihm gleich anreden. Oder schreiben Sie einen Brief. Oder gehen Sie in die Nachbarwohnung und sagen Sie, Entschuldigung für den Blödsinn da mit dem Gartenzaun oder so. Sie werden wen finden. Das machen wir jetzt alle. Yippie-yay. Damen und Herren, schön, dass wir beieinander sind. Jetzt und auch gerne das nächste Mal. Und den Abend versüßt haben uns wunderbare Menschen. Einen großen Applaus für Georg Breinschmid. Der wunderbaren Maria Bill. Ein großer Applaus dem aufmerksamsten Menschen hinter der Bar, Mr. Josef. Danke, Harry. Entschuldigung, Philipp. Es tut mir sehr leid, Alexander. I'm so sorry, Ludwig. Damen und Herren, großen Applaus für meine Band. DENK! Schön, dass Sie uns eingelassen haben in Ihr Wohnzimmer, in Ihr Schlafzimmer, wo immer Sie uns sehen. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns wieder Einlass gewähren. Mein Name ist Birgit Denk und ich sage Entschuldigung und auf Wiedersehen.